ist ohne Zweifel eines der rheinischen Lieblingswörter. Es bezeichnet ein Verhältnis zwischen den Geschlechtern. In der Vergangenheit waren Fistanöls vor allen Dingen zur Karnevalzeit zu finden. Und die Ergebnisse dieser Fistanöls hat man dann zur Weihnachtszeit begutachten können. Und diese Kinder, Christkinder, hat man Fisanöl genannt. Und der Kölner hat daraus Fistanöl gemacht. Diese sehr schöne und weit verbreitete Erklärung ist aber leider falsch. Die Kölner werden sich wundern, wenn sie hören, dass am Niederrhein ein Fistanöl ein Schnaps ist, in Mönchengladbach ein Bastel-Arnold und wenn man in Schengenloh fistanölt, dann bastelt man oder räumt den Keller auf. Das Wort ist entstanden aus dem rheinischen Wort Fistern oder Fistern für Basteln. Müll ist die Abkürzung für Arnold. Ein Fistanöl ist dann natürlich der Bastel-Arnold, also einer, der im Keller rumbastelt. Daraus ist Fistanölen entstanden, sich mit etwas beschäftigen. Und sich etwas mit etwas beschäftigen ist natürlich auch eine gute Umschreibung für ein Verhältnis.